Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli, und zwar zur Folge 41. Die 41 nenne ich auch dieses Mal wieder Brücken-Update, allerdings den Teil 2 davon, weil es geht ja darum, dass wir letzte Woche die Brücke oben ausgetauscht haben. Das heißt, wir haben diese kleine ehemalige Z-Brücke weggenommen und die neue selbstgebaute Brücke, ich wollte gerade sagen neu jennen, weil es waren ja zwei Teile, die ich zusammengefügt habe, die neue Brücke dann eingeschoben, mehr oder weniger. Jetzt habe ich sie in diesem Video, werden wir gleich sehen, eingebaut. Das dauert nicht sehr lange, das habe ich wie immer recht kurz gemacht und ein bisschen beschleunigt in der im Videoschnitt. Und dann bin ich unter die Brücke gekrochen sozusagen und habe dann Portale gedruckt. Das hatte ich ja schon angedeutet, das heißt, ich kann es ja nun schön maßgenau machen. Ich bin dann nichts mehr gebunden und habe mir dann diesen beiden Portale hier fertig gemacht, die ich dann grundiert habe, koloriert habe und die eigentlich, mal wieder eigentlich, ne, die recht nett aussehen. Aber beide kommen weg. Ich hatte nämlich eine Idee, wie ich das Ganze noch ein bisschen für mich zumindest aufwerten kann. Vielleicht gefällt es euch auch die Idee. Ich habe es nirgendwo bis jetzt gesehen, zumindest nicht in der Form, und habe dann praktisch alles angepasst. Ich kann es ja ruhig sagen. Ich habe jetzt hier oben dann direkt Lampen angeduckt, die indirekt von innen beleuchtet werden. Kommen wir gleich noch zu, das werde ich euch gleich noch im Video selber zeigen, und die praktisch dann nach vorne wegstrahlen. Das ist allerdings ein sehr diffuses Licht. Ich habe einen ordentlichen Vorwiderstand dran gemacht. Das sollen also keine Flutscheinwerfer sein. Das sollen also nur so Portalbeleuchtungslampen sein. Ja, das ist jetzt bloß eine Idee von mir gewesen. Es ist ja sowieso eine Fantasieanlage und von daher ist das sowieso recht schön. Ich denke mal, den meisten oder einigen von euch wird es vielleicht gefallen oder auch zu einer Idee anregen, ähnliche Sachen mal auszuprobieren und mal ein bisschen was wagen oder wie auch immer. Also mir hat es gefallen und das möchte ich euch ganz gerne zeigen. Dann habe ich noch einen 3D-Stift mir zugelegt. Den möchte ich jetzt öfters mal verwenden, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, ich habe jetzt hier schwarzes Filament, das ist von meinem 3D-Drucker drin, und da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt hier so eine kleine Lampen habe, Laternchen habe, dass man da vielleicht noch, ich hoffe, man sieht das ein bisschen jetzt hier, naja, falsch rum gehalten, so, dass man da vielleicht jetzt noch Ornamente ran drucken, schreiben, malen kann oder was auch immer. Ich habe zum Beispiel überlegt, wenn man jetzt die Portale jetzt hat und man hat die Lampen, hätte man auch das Ganze noch irgendwie in einer gewissen Form so verzieren können. Oder ach, da gibt es wahrscheinlich so viele Möglichkeiten, die mir da so beim Bauen unterkommen, wo man da ein bisschen was machen kann, dass ich denke mal, dass der Einsatz eines solchen Stiftes durchaus lohnen wird. Und ich werde noch öfters mal zeigen. Ich habe ihn heute übrigens auch im Video dabei. Da könnt ihr mal schauen, wann ich es anwende. Und viel mehr will ich gar nicht schwatzen. Ich denke mal, wir gehen mal direkt zum Video jetzt rüber und dann melde ich mich am Ende nochmal nach der Aufnahme und dann viel Spaß. Zuerst habe ich jetzt hier die Aussparungen, habe ich ja auch im letzten Teil schon von gesprochen, dass ich das machen muss. Die Brücke, die muss ein kleines bisschen tiefer gelegt werden. Ist natürlich eine sehr sportliche Brücke, nee, Quatsch. Sie sollte natürlich, dass die Gleise schön eben drüber laufen, habe ich ja gesagt, werde ich das ein bisschen runtersetzen müssen. Das habe ich jetzt hier mitgemacht. Mit einer kleinen Säge, das ausgesägt und entsprechend dann ja angepasst, solange bis es dann optimal lief. Das Ganze wird dann verklebt. Jetzt passt die Gleise passen jetzt super da unten rein. Das habe ich dann jetzt verklebt mit Weißleim. Das macht sich recht gut. Und ja, der Weißleim hat natürlich immer ein bisschen den Nachteil, dass man da, naja, man muss halt, bis das alles fest wird. Aber ich finde, da hat immer diesen großen Vorteil, dass man ihn sehr, sehr gut wieder lösen kann, wenn doch mal irgendwas schief läuft. Und den kriegst du eigentlich von, gerade so von Plastikteilen, finde ich, kriegt man den sehr, sehr gut runter wieder. Und da ist das immer meine erste Wahl irgendwo. Ja, hier mache ich das jetzt gerade, die Gleise natürlich vorher unten abkleben, dass da nicht unbedingt der Weißleim draufläuft. Das habe ich natürlich auch schon alles geschafft, sowas. Aber kriegt man auch
raus. Also ist auch kein Problem. Und dann halt verfüllt die Stellen noch so ein bisschen angeglichen. Das wird ja später mit dem Schotter sowieso alles noch dann gleich gemacht irgendwo. Oben in der Ecke fange ich jetzt schon an mit dem Hintergrund. Den hatte ich mir zweimal gemacht. Einmal, was wir im Grunde genommen jetzt sehen, das ist der, ja, ich sag mal nicht zu klein, das ist der Probeteil, den ich gemacht habe. Das ist also der erste Grobausdruck von den Ganzen. Nur ob das jetzt so hinkommt. Und in diesem Grobausdruck, da sieht man dann so, wenn man genau hinguckt, jetzt so senkrechte Linien. Die sind zwar relativ schwach, aber mir doch schon zu dolle, so dass ich es halt nicht wollte. Und da habe ich das natürlich jetzt noch in dem reinen Druck gemacht, den ich wollte. Und entsprechend dann natürlich die Probedrucke, und es war ja auch tatsächlich wirklich so gedacht, die Probedrucke dann als Schablone benutzt, weil es ist, man kann jetzt nicht, ist nicht wirklich eine Fläche, dadurch, dass eben die Brücke oben drin sitzt, muss das ja irgendwo angepasst werden. Und ich wollte ja oder will ja, dass dieses Mauerwerk, das optische Mauerwerk natürlich in die Portale reinreicht. Das heißt, wenn ich reingucke, dass das da nicht aufhört und danach alles schwarz ist, sondern es sollte irgendwo noch ja, reinreichen. Das Ganze habe ich dann fixiert mit meinem berühmten, was heißt meinem, mit dem Army Painter Spray, diesen Anti-Schein, also matt. Das war mir wichtig, dass man das nicht bloß so ausdruckt und ranmacht. Ich meine, jetzt kommt ja doch mal immer irgendwas dahinter oder was dran oder dass man was abwischen will oder ob man später auch mal Leim dran machen möchte, weil man Bepflanzung machen will. Auf der linken Seite sehen wir jetzt übrigens schon im Hintergrund, dass da das Mauerwerk schon rein reicht sozusagen unter den Tunnel. Da wird das jetzt vorne drauf geklebt und die kleine Stoßkante, die da jetzt entsteht, dabei, da sitzt natürlich dann genau das Portal vorne dran, so dass das auch nicht mehr zu sehen ist. Ja, nun ist es praktisch wie so ein gemauerter Brückenunterbereich. Hier haben wir jetzt die, von denen ich sprach, die Beleuchtungsteile, die hatte ich erst mir einzeln gedruckt und wollte die aufsetzen, habe aber dann festgestellt, dass dann an allen möglichen Ritzen, Ecken und Kanten das Licht rausscheint. Deswegen hatte ich mich dann eben entschieden, die Portale nochmal neu zu drucken, nochmal neu zu entwerfen oder zu erweitern und dann die Lampen gleich ranzudrucken. Hier mache ich jetzt, weil die LEDs, die da reinkommen, die sind kaltweiß, dass die ein bisschen kräftiger strahlen, obwohl es gibt auch sehr, sehr gute Warmweiße mittlerweile, die gut strahlen, aber die habe ich halt da. Und man sieht es dann auch gleich ein bisschen, dass die sehr, sehr bläulich irgendwo leuchten. Aber durch diesen gelben Reflektor funktioniert es an sich sehr gut, dass das dann auch entsprechend ein schönes Lichtenhaar gibt. Das ist jetzt natürlich alles noch hier ein bisschen im Probestadium nur so rangehalten, aber ich muss ja zumindest wissen, ob das irgendwo ja auch geht, was ich mir da so vornehme. Und ja, die setze ich von hinten lediglich da dran und dann werden die mit Sekundenkleber verleimt und ja, und hinten verschließe ich jetzt das Ganze natürlich mit meinem Stift. Das ist natürlich die erste Anwendung, die banalste Anwendung, die ich mit diesen Stiften machen möchte. Also ich brauche da jetzt keine Pappe ranzukleben, das wird wunderbar dicht, da geht kein Lichtschein durch, gar nichts, also eine ganz, ganz super Sache. Und da bin ich mit dem Stift hier wirklich sehr zufrieden, auch wie sie das macht. Das sieht zwar jetzt von hier alles ja blöde aus, sage ich jetzt mal, aber es ist ja sowieso von innen und man sieht es nicht. Und jetzt sieht man, das war eben die Rückseite, die Vorderseite und hier dieses eingebaute Lämpchen. Mir persönlich gefällt das sehr gut und ich finde das natürlich, dass das gleich so beleuchtet ist. Also ich brauche da keine extra Lampen ranmachen. Und wenn das nachher eingebaut ist, das hat einen wunderbaren Flair. Und das sieht, ja, sieht irgendwo stimmig aus. Das war das, was mir ein bisschen wichtig ist dabei mit, dass das eben jetzt nicht irgendwie albern wirkt oder sowas, weil das ein ganz, ganz diffuses Licht ist. Wie gesagt, ich habe ja auch die Vorbilderstände jetzt hier so gewählt, dass das Licht etwas dunkler wird, dass es nicht so hell ist. Und wenn man jetzt die Anlagenbeleuchtung oben drüber an, dann sieht man es gar nicht, dass es an ist. Das ist wirklich eine reine Nachtgeschichte. Und dann ist es auch immer noch so, dass man das gut sieht, wenn die Züge durchfahren. Das heißt, wenn die dann natürlich unter dem Lichtkegel da vorbeirauschen. Und dann sieht man sehr gut. Ansonsten sieht man natürlich auch den Lichtschein auf den Gleisen unten mit drauf. Und ist eine nette Geschichte. Ja, hier sehen wir es natürlich in
einer Nahaufnahme noch dran. Und mir gefällt, das ist doch das Wichtigste an der Sache, wa? Jo, da sind wir schon am Ende angekommen vom Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du Ideen hast oder wenn du Vorschläge hast oder was man besser machen kann, wie auch immer, schreib es einfach in die Kommentare. Ich werde gucken, was man machen kann, ob man das alles umsetzen kann. Ich bin natürlich immer dankbar über Ideen, weil selber im stillen Kämmerlein ist ein bisschen schwierig. Und ja, ansonsten, wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Der übliche Floskelspruch, bist du noch kein Abonnent, drück drauf. Ich freue mich drauf. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Mach schön gut, dein Aquapenta, aka Uli. Tschüss.